total spannend, ne? Also die Katholiken haben das ja bis jetzt immer so für sich beansprucht, irgendwie Kinder zu missbrauchen. Jetzt auch der Dalai Lama. Und einen unserer zugeschickten Clips zeigen. Also machen wir auf jeden Fall. Der Uwe ist nämlich gerade. Jetzt ruft Herr Rotes an, sagt: Hä, letztes Gespräch, was soll denn die Scheiße? Hallo? Hallo Robin. Ja. Bin ich auf laut? Nein. Mach ich mal bitte auf laut. Wie bitte? Was? Du hast die Alerts ausgemacht. Nee, leise sind die nicht aus. Ich kann die auf jeden Fall nicht finden, deshalb dachte ich, probier's mal über diesen Weg. Hä? Verstehe ich nicht. Scheiße. Ja, liebe Leute im Podcast, die ihr gerade auf Spotify und Co. hören, wir sind nämlich gerade live und nehmen die 200. Folge Brennpunkt auf. Aber auf den Punkt 200, ne? Also es gibt böse Zungen, die behaupten, wir hätten mehr Folgen gemacht. Stimmt nicht. Es gibt weder mehr noch weniger. Es ist wirklich Punktlandung. Und Herr Rodes hat es mittlerweile aufgegeben, das finde ich gut. Verstehe ich nicht. Aber um diese 200. Folge einzuleiten, Hatsch, die gab es übrigens letzte Woche, hast du vielleicht verpasst, die 1905. Hier ist los das geht's. Intro. Brennpunkt Internet. Aloha. Datenautobahn. Weimar. Japan. Amerika. Gelee-Bananen. YouTube. 200. Alles Gute zur 200. Folge. Und zu 200 weiteren Jahren Brennpunkt Internet wünschen euch Urwill und Karachokater. Fantastisch. Halt's mal. Fantastisch. Ich, wunderschön. Ich habe Tränen in den Augen. Nee, das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und wo wir gerade von geilen Leuten reden, Heinrich, der hier eben nackt hinter mir gezeigt wurde, der kommt hier gerade rein subscribed. Ich weiß gerade gar nicht, ob man das im Podcast dann hören wird auf Spotify. Ich habe parallel noch eine Aufnahme, die komplett ohne diese Sounds ist, aber wenn man die leise im Hintergrund hört, dann ist das ja eigentlich eine ganz geile Sache. So. Wir haben ganz viele Stargäste heute, aber alle nicht eingeladen. Ja, und vor allem ist es genau das Special, das wir geplant haben für ja, die 200. Folge. Natürlich. Seit Monaten. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und Hatsch rastet hier gerade schon wieder aus und beschenkt hier reichlich mit Subscriptions. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank, Hatsch. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass das hier gerade alles sehr leise im Hintergrund ist, damit das nicht ganz so invasiv ist, wenn Leute das als Podcast auf den Ohren haben. Also liebe Spotify-Zuhörerinnen und Zuhörer, so geil kann es nur sein, wenn ihr live zuhört bei auf Twitch und Robin aus der Rafo folgt. Oder auch meinem Kanal. Ich habe meinen, glaube ich, nicht mehr so aktiv, aber... Ja, warum streamst du deine City Skylines Action eigentlich nicht? Ah, ja, das ist Zeit und Bock und Verbindung ist so schlecht, deswegen erstmal nicht. Ja, das wird ja dann auch eine Chore, ja, wenn man plötzlich nicht mehr aus Freude spielt, sondern weil man ein Millionenpublikum erheitern muss. Das ist ja dann natürlich nicht mehr das Gleiche. Also alle 10 Zuschauerinnen und Zuschauer, die ich da hatte, die haben mich schon sehr unter Druck gesetzt. Und ich dachte, fuck, wie kann ich es schaffen, noch auf 11 zu kommen? Ja. Weil wir jetzt dauerhaft diesen Alert haben. Ja, ja, nicht dauer. Also wir hören den halt relativ laut, ihr hoffentlich nicht so sehr. Wir werden den jetzt 5-mal in Folge hören und das ist sehr schön. Das ist okay. Ich finde, es ist ein Banger, der geht immer irgendwie, ne? Ich finde, wenn Leute es schaffen, 200 Folgen von uns zu hören, dann ist es das Mindeste, was wir schaffen können, ist 5-mal den Alert von Hatsch zu hören. Also ich denke auch. Ich bin deine Elf, Tinko. Oh, guck doch mal. Nur tolle Leuten im Chat. Das ist ja, Gott, Hatsch, nein, spar dein Geld. Danke, Mann. Nee, nicht Geld sparen, Leute, immer schön raushauen. Apropos raushauen, wir hauen heute einen richtig geilen Podcast raus. Ich dachte, wir hauen irgendwo rein in Gesichter von Frauen oder Minderheiten oder so. Kann auch passieren. Also je nachdem, was wir heute für tolle News haben. Hast du denn irgendwelche gewaltvollen News heute? Ja, es gab irgend so eine Messerstecherei in Bremen, aber das habe ich mir nicht extra aufgeschrieben. Das ist doch mittlerweile der Usus. Es ist echt der Usus geworden. Also alle paar Tage liest man von irgendwelchen Kindern, die auf Gleisbetten geschubst werden, die verprügelt werden, abgestochen Wenn werden. Wenn bald mal Gleisbette auf Kinder geschubst werden, dann bin ich beeindruckt. Dann, aber erst weil dann. Da gehört schon eine gewisse Muskelmasse dazu. Oh mein Gott, eine Überleitung. Hallo Mio, schön, dass du zuschaust. Hallo Mio, ja, Jules, die ja immer ihr Aufwaschwasser verschluckt, wenn sie gerade eine neue Überleitung hört. Da ist sie ja gerade immer so am Machen und dann, warum hast du eigentlich keine Spülmaschine? Wie scheiße bist du denn? Der Spaß ist hier aufzuwaschen und wenn du fertig bist mit allem, einen Trinkhalm zu dann nehmen. Dann wieder Dreck drüber kippen. Alles auszututschen.
Und dann nochmal zu rekapitulieren, was du gerade aufgewaschen hast. Matt-Eye wird sich freuen, dass du das Wort Zutschen verwendet hast. Echt, ist das so ein Ding, ja? Ja, hast du nicht gesehen, wie ich Spaß hatte mit ChatGPT und habe es genötigt, Zutschen ausführlich zu verwenden? Ach doch, stimmt. Ja, wir können ja auch interaktiv, habe ich mir überlegt, den Chat etwas einbinden, weil wir bei Brennpunkt Internet übrigens ein saftiges Aloha von der Datenautobahn von Rinko und Tinko. Wir fassen ja immer so die letzten Geschehnisse der Woche zusammen und was uns beschäftigt hat, was das Internet beschäftigt hat und das seit 200 Folgen, das ist ein großer Spaß, aber vielleicht können wir heute einfach auch mal das Live-Publikum fragen, was hat euch denn die letzten 7 Tage beschäftigt? Wir gehen gerne auf eure tollen News ein, die ihr habt und Themen, die wir besprechen sollen und apropos unsere Fans, ich habe auch noch etwas von Iced Out 9 Euro zugeschickt bekommen per Instagram. Ah ja, der hat auch schon einen Hörerwunsch sich gegönnt. Und 20 Sekunden tollste kritische Auseinandersetzung mit unserem Podcast. Folgen, das ist jetzt Furzgeräusche. Folgen jetzt. Hallo TKO, hallo Recorder. Ich wollte mal ein dickes Schankedöd sagen, dass ihr einen immer so schön die ganze Flut an miesen Nachrichten so schön hardcore aufbereitet, so satirisch schön, dass man das auch mal alles gut verarbeiten kann. Und dann wollte ich nochmal Danke an Lindbauer, danke an Zöro, danke an Merz sagen, das Bubat's bald legal. Schließt euch alle neuer Werkschaft an und gute Laune. Macht schön weiter so. Peace. Großartig. Wahrscheinlich wird Vielen man Dank. die Nachricht nochmal ordentlich eingefügt in der Podcast-Version hören, Gerne. Damit das nicht irgendwie von irgendwas anderes unterdrückt ist. Du hörst ja im Hintergrund, wie ich die ganze Zeit so Geräusche mache tut und wenn das hier nicht ordentlich rüberkommt, was steigt Euro 9, ich weiß nicht, wie er genau heißt, was der sagt, das muss ja rüberkommen. Vielen Dank auf jeden Fall an Olja für die Bits an dieser Stelle, das ist immer richtig schön. Eins aber Bild von Tingo, du sollst jetzt irgendwie Ostdeutsch sprechen. Das ist kein der einzige, den ich gut kann. Der einzige Dialekt, den ich sprechen kann, ist ja auch der ostdeutsche Dialekt, denn ich bin ja groß geworden auf einem ostdeutschen Dorf und das ist mir quasi angeboren worden. Das machst du richtig gut. Du wirst kaputt lachen, wenn ich das versuche. Ich mache immer so eine komplett übertriebene Parodie davon. Das ist immer richtig bläde. Aber wenn du das hier mit der Ostdeutsch gut kannst, dann ist das ja schön. Für die Spotify und auch anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Leute können tatsächlich hier, können hier Dialekte einreichen und können hier Alerts machen und so, dass wir unsere Sprache ändern. Das ist eben passiert. So, und ich will mich auch distanzieren von der Danksagung an Friedrich Merz, denn der hat nichts zu tun mit der Cannabis-Legalisierung. Das ist das erste Mal, dass mir auffällt, dass der auch Friedrich Schmerz heißen könnte. Das ist ja richtig witzig. Oh, wir sollen Peter Kleine imitieren. Vielen, hallo, lieber Robin, lieber Tino, schön, dass ihr diesen Podcast noch immer am Laufen haltet. Du warst neulich auf der Schwurbeldemo, was hast du denn da gesucht? Für die, um die Stimme Weimars aufrecht zu erhalten und in die weite Welt zu bringen. Dankeschön, ich distanziere mich von allem, aber sage auch zu allem Ja und Amen und ich möchte keinem auf die Füße treten. Liebe Grüße, euer Peter Kleine, Oberbürgermeister aus Weimar. Noch bevor mich Tino zur nächsten Wahl einholen wird. Ihr seht schon, liebe Leute, beziehungsweise ihr könnt es hören. Es ist heute ein bisschen eine chaotische Folge, aber ich finde, zur 200. da kann das ruhig mal so sein. Und ich habe es an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt. Es ist ja natürlich nicht ganz, was man machen wollte. Ja, wir wollten ja eigentlich rausgehen. Naus sagt man wahrscheinlich nicht bei den Schwäbeli-Bäbelis. Ist mir egal. Wir wollten wahrscheinlich eigentlich rausgehen, aber das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich so verschifft da draußen ist. Da lachst dich noch kaputt, wenn du siehst. Von der Ömne kommt ein Wasser runtergeperlt hier auf die Straße und deswegen mussten wir uns rein verziehen ins gute Brennpunktstudio und nehmen jetzt für euch alternativ live auf Twitch live eine Folge auf. Ich schwer bekloppt. Warte mal, die Sarah sagt jetzt gerade, wir sagen nausch gehe. Kommst du etwa aus der Schwäbeli-Bäbeli oder was? Unterm Pavillon, das ist doch alles scheiße, ist das. Aber alles fake. Wie dem auch sei, lieber Tino. Also ich bin überglücklich, dass wir hier zusammenkommen, zelebriert. Das ist ja genau, was du dir gewünscht hast, so eine kleine Show vor Leuten. Ja, ein Party-Podcast heute. Heute ist alles möglich. Es ist alles ein bisschen, alles locker, Hose aufmachen und einfach mal entspannen, Cola trinken und so. Das ist der Podcast, den ich mir heute gewünscht habe. Oder Pisse. Prost. Wir kommen dann, glaube ich, zu den News. Ich habe das letzte Mal ja gefragt, wollt ihr eigentlich Struktur oder nicht? Und eigentlich haben alle gesagt, nee, wir wollen gar keine Struktur. Dann gibt's keine Struktur, liebe Leute, okay? Zu Tagesordnungspunkt 1, wir reden heute über Struktur.
mache ein Strukturplenum heute hier im Podcast. Ja, weil ich dachte, eigentlich wäre es ja witzig, zur 200. Folge jede einzelne Rubrik einmal zu bedienen. Aber wenn die Leute das gar nicht wollen, dann gibt es halt heute keine News, dann gibt es keinen viralen Hitler der Woche. Anarchie, wie Losing Data gerade sagt. Also ich bin auch für Anarchie im Podcast. Und wir können auch gerne einfach Rubriken spontan erfinden und sagen, wir kommen jetzt zur Pizza der Woche. Und das ist die von Restaurante, die hier auf dem Boden liegt. Nee, Pizza der Woche, sage ich dir, ist die Halloumi-Pizza von Maestro, heißt der oder so. Mhm. Der ist hinterm Dings und hat Anna neulich bestellt. Halloumi-Pizza ist sowieso. Und das ist ein guter Mann. Der hat nämlich Google-Bewertungen, die irgendwie 4,6 sind. Ja, wenn die auch echt sind. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über gefakte Google-Bewertungen und so. Naja, bin ich ganz anders. Cool. Die Pizza für mich des Lebens war von Domino's, die Prosciutto-Pizza. Da war ich ja noch kein Veganer, da war ich nur Vegetarier. Und das war halt so eine Creme Fraiche-Käsesoße quasi auf dem Teig und dann richtigen Käse drauf und Knoblauch und Tomaten. Die war richtig geil. Aber jetzt bin ich ja vegan und bin fast froh, dass die Pizza nicht mehr gibt. Denn so kommst du in Versuchung. So komme ich nicht in Versuchung und kann jetzt die vegane Pizza essen bei Domino's. Gibt's ja auch. Oder auch andere. Es gibt ja auch andere Pizzen, die es in vegan gibt. Ich finde gar nicht mehr, was ich da alles mit Zuschen gemacht habe. Das suche ich die ganze Zeit hier parallel. Ich habe ja ChatGPT genötigt, ganz viele Sätze mit Zuschen zu formulieren. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ist egal. Ich habe etwas zum Thema Zuschen. Ja. Und zwar auch der Dalai Lama hat die Woche gezutscht. Der hat richtig zutscht. Das ist eigentlich die Meldung der Woche, mit der du hier mit der Tür ins Haus fällst. Na, ich finde es ja spannend, dass der Kindesmissbrauch jetzt irgendwie so sich ausbreitet. Ne, dass der einfach jetzt salonfähig wird. Auch in anderen Religionen. Das ist total spannend. Ne? Also die Katholiken haben das ja bis jetzt immer so für sich beansprucht, irgendwie Kinder zu missbrauchen. Jetzt auch der Dalai Lama, das höchste Tier des, weiß ich nicht, Buddhismus oder so. Keine Ahnung, was der macht. Sowas mit dieser Religion. Irgendwie sowas. Es taucht ein Video auf, wie ein kleiner Junge ihn quasi nur umarmen wollte. Und was er manchmal macht, der Dalai Lama, ist auch mal Leuten auf den Mund zu küssen. Auch manchmal Kindern und so. Ist ja noch irgendwie... Ist das so, ja? Ist, glaube ich, noch irgendwie okay, ja? Naja, gut. Dass man irgendwie so einen Mundkuss macht. Schau mal in die Oase, schreibt AfD, bla. Wie hast du den guten Mann gerade genannt? Sag ich nicht. Und dann hat er aber der Dalai Lama den Jungen aufgefordert, seine Zunge zu zutschen. Ja. Ohne Scheiß, lutsch mal meiner Zunge. No, suck my tongue. Der spricht halt so ganz tief und erhaben, aber halt total degeneriert. Das geht halt suck überhaupt nicht. Suck my tongue. Also ich finde das völlig daneben, aber ich habe mir sagen lassen von der Person... Dass sie gut schmeckt. Das weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der Dalai Lama wohl öfter solche Scherze macht. Und ja, guter Scherz. Und es nicht immer ernst meint, aber das finde ich in dem Fall irgendwie schwierig. Also wenn man das als Scherz bezeichnet, dann müssen wir jetzt hier wirklich mal ein Fass aufmachen, weil Scherz hin oder her ist ja trotzdem ein kleines Kind. Aber kurz mal angebunden, ja, also jetzt mal for real, ja. Du bist jetzt in dem Setting. Du bist volljährig. Wir sind, wer wir halt sind. Bin ich nächstes Jahr. Und der Dalai Lama bietet dir an, seine Zunge zu lutschen. Das würdest du doch machen. Einfach nur, um zu sagen, ich habe die Zunge vom Dalai Lama gelutscht. Nee. Also ich bin da ein bisschen anders. Also klar, auf der Bühne und so, wenn ich irgendwie Theater spiele und filme, ich knutsche jeden ab, was will. Aber jetzt irgendwie nur aus einem Prinzip heraus, irgendwie der Dalai Lama die Zunge zu lecken, da bin ich raus. Du willst nicht die Story erzählen können, ich habe dem Dalai Lama die Zunge gelutscht. Ich will die Geschichte erzählen, dass ich es ausgeschlagen habe. Das wird meine Geschichte sein. Ich weiß nicht, ob das die bessere ist. Ich werde ihm anbieten, dass er dafür was an mir zutschen darf. Du weißt also, der Dalai Lama müsste vorher sich anmelden in deinem Theaterstück und dann wärst du bereit, seine Zunge zu lutschen. Im Prinzip schon. Was müsste sonst passieren? Also außerhalb vom Theater, was müsste passieren, damit du die Zunge vom Dalai Lama lutscht? Was müsste passieren? Wenn eine Kamera drauf gehalten wird vielleicht, ja, also und uns vielleicht ein bisschen Geld gibt. Für einen guten Zweck natürlich, ne? Also für arme Schauspieler, die in Weimar leben und 29 sind, an die soll das Geld gespendet werden. Da schien ja kritisiert hier, Scherz hin oder her, ich habe kleinen Kindern Müll geschenkt. Erstens war das Kalle. Zweitens finde ich es trotzdem witzig. Drittens fällt mir leider nichts ein. Ich fand es ein bisschen eklig. Ich habe das auch gesehen und dachte, oh Gott, haben die doch nicht echt gemacht. Aber spannend, was ich alles noch nicht kannte. Also dieses Top 25 Video, ich kannte viele Clips gar nicht tatsächlich. Ja, das ist eine Bildungslücke. Obwohl ich ein großer Fan bin. Eine weitere Bildungslücke will Losing Data gerade von dir gestopft haben. Also ich spiele jetzt schon seit 2-3 Jahren nicht mehr Theater und so. Ich mache ein bisschen Film noch hin und wieder. Du bist halt jetzt erwachsen geworden. Ich mache jetzt gerade eher andere Geschichten, genau. Ich bin jetzt Regisseur demnächst, aber ich mache halt nicht mehr so viel Schauspiel. Also wenn man mich mal wieder sehen kann, werde ich es auf jeden Fall hier mitteilen im Podcast. Aber gerade gibt es nichts zu sehen. Tut mir sehr leid. Nach einigen Minuten des Zutschens an Ronnys merkwürdiger Wurst kommt dem Subjekt plötzlich der Gedanke, dass es besser wäre aufzuhören.
Beim Zutschen an der Schmatzpuppe von Ronny fragt sich das Subjekt, ob der Geschmack tatsächlich so eigenartig ist und ob es besser wäre, das Zutschen zu beenden. Das ist eine gute Frage. Das ist einfach großartig, wenn eine KI, also weißt du, die Leute so, oh ja, KI, Alter, damit werden uns so viele Arbeiten abgenommen, das ist so, schön so gut, so genius. Und im Endeffekt, ja, was Zutschen? Das ist einfach großartig. Schön wäre es, wenn das so wäre. Also ich habe ja einen Job als pädagogischer Sexualberater, keine Ahnung, meine Arbeit kann nicht abgenommen werden. So ja, wann kommt die KI, die für mich die Frauen fickt, Alter? Ich komme nicht hinterher. Nee, ich auch nicht, ey. Das Tinder-Game ist gerade so anstrengend. Ohne Scheiß, funktioniert nicht. Ohne. Ich habe ein Quiz für dich, Robin. Ja? Ein Quiz. Und zwar ist wieder eine lustige News passiert. Ja. Eine Trivia-News. Ich habe auch ein Quiz für dich. Warum zuckt mein Auge schon wieder? An was habe ich Stress, jetzt Mangel? Stress und Schlafmangel ist das. Okay. Habe ich auch ein bisschen. Nicht zu verwechseln mit sexueller Pädagogikberatung. Vergiss mal das Quiz, also mach das mal, aber wir müssen, glaube ich, trotzdem noch mal über diese Lutsche-Sache von... Mach von, gerne. Naja, was ist denn das? Also der einzige Grund, warum der das einem Kind anbietet vor 20 Millionen Live-Publikum und laufenden Kameras, ist, dass der dement ist, ist meine Theorie. Er hat es wohl als Scherz gemeint, so. Aber ich weiß nicht. Nein, du machst nur den Scherz, dass deine Zunge gelutscht werden soll von einem Kind, wenn du willst, dass deine Zunge gelutscht wird von einem Kind. Ja, es ist trotzdem, natürlich ist es trotzdem makaber und seltsam, aber er hat es wohl irgendwie auf seine komische Weise nicht ernst gemeint. Aber das irgendwie, sagt irgendwie doch. Er. Also erstens, was daran witzig ist, das Ding ist schon fast 2 Wochen her mittlerweile, aber die Entschuldigung ist jetzt erst ein paar Tage her. Und genau. Durch die Entschuldigung ist das Thema groß geworden. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, du hast was gesagt, wie irgendwie, Entschuldigung, ich mache halt öfter mal so Quatsch. So kurz ausgesprochen. Ich mache manchmal. Ja, wenn das Sachen. Bill Cosby gesagt hätte. Entschuldigung, ich habe halt öfter mal Chloroform dabei. Oder Michael Jackson. Ich bin der liebste und beste Mensch, aber wenn ich ein kleines Kind sehe, da muss ich einfach meine Zunge raushalten. Das muss. Weißt du, es gibt einfach Dinge, die müssen gelutscht werden. Dalai Lama so auf der Couch weiß auch so mit dir. Ja. Ja, die Kinder, die sind so raffiniert. Ja, die lutschen meine Zunge. Die nehmen die Zunge an. Die sind so blöd und dann sprechen die von Liebe. Alter, ich will doch nur die Zunge gelutscht bekommen und zum nächsten weiter. Asi Lama, finde ich gut. Doch, ja. Es gibt ja auch einen Song von Rammstein, der Dalai Lama heißt, ne? Aber der hat mit dem nichts zu tun. Ist gar nichts. Ist einfach ein Goethe, also ein Text von Goethe, nur umgeschrieben quasi. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich jetzt auch einen Dalai Lama-Song machen. Vor Lama. Hey, kleiner Junge, lutsch mir die Zunge. Der Zungenlutsch-Song wäre ja was ganz Neues für kleine Kinder, um sich mal dran zu gewöhnen. Solltet ihr mal den Dalai Lama antreffen, das kann euch passieren. Ich merke gerade, es ist echt kritisch, Brennpunkt Internet live auf Twitch zu machen, weil dann werden die ganzen Aussagen aus dem Kontext geklippt und dann stehen wir wieder das ganz schwierig da. Das könnt ihr immer machen. Das könnt ihr auch im Podcast, ihr könnt auch einfach über YouTube das runterladen und es sich zurechtschneiden. Ja. Ich hätte voll Bock mal auf eine Podcast-Folge, die von irgendwelchen Leuten zusammengeschnitten worden ist, aus irgendwelchen weirden Texten von uns. Ja. Fände ich witzig. Herr Rodes wirft gerade noch einen echt interessanten Gedanken in den Raum. Die Vorstellung, dass ein Fremder meine Zunge lutscht, ist gar nicht so geil. Also eigentlich ist das wahre Opfer der Dalai Lama. Wenn das Kind an seiner Zunge lutscht, das ist ja auch nicht angenehm. Naja, aber er hat es ja sich gewünscht, weißt du, das war sein Wunsch, das zu machen. Deswegen ist es immer noch sein Vergnügen quasi. Es ist doch dein Gefühl. Ein berühmter Satz, weil irgendjemand, den ich über 5 Ecken kenne, wurde mal von irgendjemand, den du auch über 5 Ecken kennst, zum Billard eingeladen und dann wurde so gesagt, naja, was wäre denn, wenn du mir jetzt einfach einen bläst? Nee, warte, wenn ich dir jetzt einfach einen blase, weil ist ja dein Gefühl. Ja, du hast ja, also... Ja, es ist ja auch so ein Ding, es ist echt so ein Ding, man sagt ja auch, es ist nur der Schwul, der einen bläst. Der einen geblasen bekommt, ist halt nicht schwul, sagt man ja immer, ne? Hm. Wobei beides ist eine homosexuelle Aktion prinzipiell, aber so handhaben das viele. Ich habe witzigerweise genau dazu heute noch ein Instagram-Reel im Halbschlaf gesehen beim Aufwachen. Da wurde die Frage gestellt, wenn du die Wahl hättest, gut, das ist für dich natürlich jetzt ein bisschen anders zu beantworten, aber wenn du die Wahl hättest... 10 Schwänze einmal zu lutschen oder einen Schwanz 10-mal. Und er sagt, naja gut, aber wenn du den gleichen Schwanz 10-mal lutschst, dann ist das ja eine gewisse Form der Dedication und das ist ziemlich schwul. Ja, genau, lieber 10 verschiedene. Genau, das ist viel weniger schwul, Alter. Meine Güte, ey. Manche haben so solche Probleme, ohne Scheiß. Und ich habe es vielleicht auch mal im Podcast erzählt, ich war mal auf einer Party mit jemandem. Ja, Karl Lauterbach spricht halt immer so ein bisschen ruhiger. Ich kann die Story erzählen, versuchen das als Karl Lauterbach zu machen. Dann versuch das an dieser Stelle gerne einmal zu praktizieren. Er spricht doch überhaupt nicht so. Das war jetzt eher Merkel, oder? Also, ich war also mal auf einer Party gewesen und da bin ich mit einem Kumpel gewesen und wir haben uns ein Bett geteilt
Und er war eigentlich voll heterosexuell, sage ich jetzt mal. Und also mal so gesagt, der hat mich dann einfach angekrabbelt und wollte dann mir einen blasen und sagte, aber er ist ja nicht schwul, er will es nur mal ausprobieren. Also so, und dann, ja. Ich erzähle nicht, wie es weiterging, aber das fand ich sehr spannend, dass er halt voller super straight war. Aber hat er mich angekrabbelt nachts, so, ey Tino, schläfst du schon? Und ich sag so, nein, noch nicht. Sag mal, kann ich dir einen blasen? Und ich so, warum? Und er so, ja, ich will das mal gemacht haben. Und über den Rest lege ich ein Vielleicht hat genau das der Junge zum Dalai Lama gesagt. Wir wissen die Hintergrundgeschichte nicht, okay? Und um noch zu sagen, es waren noch andere Menschen im Raum, deswegen ich erstmal gesagt habe, schwierig. Kriegt aus dem Polanergarten. Ist ja, echt passiert. Ist echt ich weiß passiert. Auch nicht, weil direkt, wenn wir live sind, wird es eine richtig versexte Folge hier. Du hast deinen Sexfakt der Woche noch gar nicht rausgehauen und schon. Doch, mein Sexfakt ist es, dass auch wenn dir einer geblasen wird von einem Mann, machst du eine homosexuelle Handlung. Okay. Prinzipiell. Das ist der Fakt der Woche. Und ich bin nun mal beruflich in der Sexualpädagogik tätig. Wenn mir ab und zu Täter, mal, wolltest du sagen. Ich bin ein Sexualtäter, beruflich. Wenn man das mal irgendwie, mit mir das mal rausrutscht, das ist eben meine Profession. Ich lebe halt von der Sexualpädagogik. That's Tut mir leid. Said, übrigens. Wenn mir das mal rausrutscht, ist egal. Also, wir haben schon viele Themen besprochen, aber ich finde trotzdem, das mit dem Dalai Lama ist halt das alles überschattende Thema der Woche. Aber so viel kann man darüber nicht sagen. Ich will nur noch mal den Point home hämmern, dass er wahrscheinlich dement ist und aufgrund dessen das gemacht hat, entweder weil es wirklich seine Vorliebe ist und er es einfach nicht mehr checkt, dass er halt gerade vor tausenden Live-Publikum das macht, oder weil es ihm egal ist, oder weil er wirklich eine ganz komische Form von Humor hat und das halt, weil der im Alter einfach weird wird, wie jeder alte Mensch, der einfach langsam so ein bisschen abbaut. Ich sehe nämlich gerade den beiden da gerade auf deinem Handy. Und Erklärung sehe ich leider nicht. Aber gerade das, was du gesagt hast, den letzten Punkt, er ist ja auch nicht doof, ne? Er ist ja auch eine Medienfigur, eine öffentliche Figur irgendwie. Aber das ist viel Image. Erzählt für mich zu diesen Top 10 Menschen der Welt, so heißt er. Top 10? Menschen der Welt. So, da ist jemand drin, der will, dass Kinder seine Zunge lutschen. Also er in seiner Wonach rankst du das? Er in seiner Funktion, er ist irgendwie im Exil lebend und so, keine Ahnung. Der ist im Exil, der ist einfach weg, der ist top. Aber er ist so in seiner, er ist ja irgendwie Dalai Lama, er ist ja irgendwie eine Figur, ne? So wie US-Präsident, Queen oder King von England, China-Präsident. Es gibt so eine Reihe von Leuten, die Top 10 der Welt sind. Mhm. Das sind so die very important persons. So. Und er ist für mich einer von denen. Er weiß halt, dass wenn er, was neun anderen sagen. Ich atme schon wieder tief ein. Wir können gerne Ranking machen, keine Ahnung. Aber ich glaube halt jedenfalls, er weiß genau, was er tut. Er wurde schon millionenmal gefilmt. Also entweder, für mich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder er vergisst es inzwischen, weil er so oft vor Kameras war, dass es für ihn normal ist, irgendwie weird zu sein. Mhm. Oder es ist ihm echt nur ein Scherz gewesen. So, und er hat dann nicht gerafft, dass es eine Grenzüberschreitung ist. Ich finde, du hast eine viel zu positive Interpretation von diesem Menschen. Habe ich eigentlich nicht, lache nur, das hat hier so ein bisschen eine Erklärung. Er kann auch krank sein, Du bist der Marketing-Tour dahinter anheimgefallen. Ach, das ist eine heilige Persönlichkeit, der ist über jeden Fehler erhaben. Die nächste Frage ist ja auch, was wäre denn gewesen, wenn er irgendwie ein random Dude gewesen wäre, ne? Wäre hier Klaus Dieter von nebenan? Da hätten die, alle, die da drumherum waren, hätten ihm die Schnauze eingeschlagen wahrscheinlich. Die Woche wird am Ende eine neue 5, weil so krass gepitcht worden ist. Ja. Es gibt schon einen ersten tollen Clip, Tino lebt davon. Ich habe jetzt schon keine finstere Ahnung, was das sein könnte. Aber macht's nur. Ja. Wessen Zunge würdest du am ehesten lutschen? Da gibt's einige. Pass mal auf. Donald Trump, Joe Biden, Dalai Lama oder Peter Kleine? Naja, nach dieser ganzen Geschichte würde ich natürlich die vom Dalai Lama nehmen wollen, weil es einfach die beste Geschichte ist. So. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich Trump gesagt, weil es halt Trump. Peter Kleine, der ist halt, also wir haben ja von MCM schon gehört, dass MCM mehr Reichweite hat als Peter Kleine, unser Oberbürgermeister. Ja. Und deswegen ist er einfach nicht relevant genug, um seine Zunge gelutscht zu bekommen. Das stimmt leider tatsächlich. Ja. Aber da Schina sagt schon richtig, dass wir sehr lange an diesem Thema verweilen, weil sonst vielleicht nicht ultra viel die Woche passiert. Ich habe ein paar Themen. Übrigens, ein Wortspiel, was wir noch nicht gemacht haben, ne? Mhm. Weißt du, was ein Lama macht? Am Zungenlutschen? Na, so ähnlich. Spucken die nicht oder so? Die spucken, ja. Das ist Dalai Lama, das ist so eine Sache. Ja. Verstehe. Ja. Zunge lutschen und spucken. Egal, wir haben das jetzt kaputt geritten. Mein Quiz jetzt, lieber Robin. Ich habe einen Quiz für dich. Mach mal. Und zwar ist es eine funny News passiert.
Also, vielleicht wissen Sie manche im Chat noch nicht verraten, bis Robin es rausfindet. Es gibt drei Möglichkeiten wieder, ja? Die Musical-Aufführung von The Bodyguard in Manchester musste frühzeitig abgebrochen werden, mhm, weil A. ein transfeindlicher Politiker im Publikum entdeckt worden ist, mhm, B. Klimaaktivistinnen Instrumente manipuliert haben oder C. eine Frau aus dem Publikum schief mitgesungen hat. Was ist passiert? Also das Witzigste ist natürlich das Dritte. Ich muss kurz fragen, The Bodyguard, ist das diese Serie mit dem einen Typen von Game of Thrones? Nee, es ist ein Whitney Houston Musical, soweit ich weiß. Ah, da gab es so einen uralten Film auch von, ja klar. Das kann sein. Aber ich glaube, es gibt auch eine Serie, die so heißt. Die haben jedenfalls ein Musical und es wird auch Manchester aufgeführt unter anderem. Und da gab es eben jetzt eine Vorstellung, die abgebrochen werden musste. Und zwar kurz vorm Finale quasi. Also als gerade I Will Always Love You gesungen worden ist. Okay, das hat mich überzeugt. Es ist das Dritte. Ja? Ja. Ist es auch, ha. Genau, das war es ein bisschen... Weil dieser Song, der lädt einfach dazu ein, mitzusingen. Und wenn dann eine macht. Und so kam es wohl auch. Also die Leute wurden wohl gebeten, eigentlich sitzen zu bleiben und nicht mitzusingen während des Liedes. Aber zwei Damen sind es wahrscheinlich gewesen, die sind aufgestanden, haben übelst laut mitgegrölt, richtig schief, dass die irgendwann gesagt haben, wir beenden das Stück jetzt und haben dann quasi beendet. Und ja, finde ich, war eine witzige News. Da ist ja der Song quasi zu einer Lüge geworden. Da wurde ja gar nicht I will always hate you geloved und ja. Stattdessen abgebrochen. Es ist halt ein guter Song. Es ist ein Banger, keine Frage. Also Whitney Houston war ja eh eine tolle Sängerin. Auch wenn sie jetzt am Ende ein bisschen abgestürzt war, ne? Ich weiß noch, gesundheitlich. Ich weiß noch, als sie gestorben war, da war ich gerade auf einer Generalprobe. Da hat einer das irgendwie so allen erzählt. Ey Leute, Whitney Houston ist gerade in der Badewanne irgendwie ertrunken oder so. Und also, oh mein Gott. Die hat sich wahrscheinlich da schon ganz viel Wasser eingelassen, weil Herr Rodes sagt, die Atomkraftwerke sind aus und jetzt schon mal Wasser in die Wanne lassen, wenn der Blackout kommt. Stimmt. Alle Stricke reißen, dann trinkt eure Badewanne. Sind es nicht eh nur so 6 oder 7%, die wir nutzen, Atomenergie oder so? Also von der ganzen Stromerzeugung ist auch eh nur irgendwie 6% oder so. In Deutschland? Ja. Ich weiß nicht, ob das es wurde ja abgebaut, aber ob das, also 6%? Ich dachte, es war sehr, sehr wenig. Ich sage mal jetzt, als die noch aktiv betrieben wurden, das war aber bestimmt mehr als 6, oder? Ich kann mal gucken. Das scheint mir als wenig. Guck mal, ich mach mal so. Anteil Energie Atomkraft Hodensack. Deutschland. Schade. Im Jahr 2001. 12% waren es noch vor 2 Jahren. Und es wurde rückgebaut, genau. Ja gut, also logischerweise wurde es nicht mehr. Aber ja. Hier steht sowas von 1,4%. Ja, aber es sind so wohl um die, genau, also so in der Richtung auf jeden Fall sehr wenig. Deswegen, was alle so ausflippen und jetzt irgendwie Angst haben, dass wir jetzt irgendwie ein Blackout bekommen. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, das ist rassistisch. Sag ich jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie in 2 Jahren hier einschaltet und das hört und sagt, ha, Tino hatte Unrecht, wir haben jetzt einen Blackdown gehabt von 2 Jahren. Blackdown. Blackdown Hawk ist mein Lieblingsfilm. Blackout Hawk, genau. Black Hawk Out. Blackcock, was hast du gerade, was? Nee, Blackout Hawk oder so. Blackcock, ja. Blackcock Down, auch gut. Ja. Da geht es um Erektionsstörungen. Gut. Wer keine Erektionsstörung hat, sondern Freiheitsstörungen, ist eine Person, die, so wie es Mad-Eye mir jetzt geklärt hat, Außenreporter Mad-Eye hat mich wirklich instruiert, ja. Also er hat wirklich tiefe Recherche betrieben und das an mich herangetragen. Er hat so zusammengefasst, irgend so ein Nerd-Dude auf Discord hat so für so ein paar Leute so ganz geheime Daten über Krieg geleakt. So irgendwie Krieg so ein Discord-Server, der irgendwie 21 Leute getroffen hatte. Und dann so, hier, guckt mal, hallo. Und der war ein Nationalgardist oder sowas, genau. Und deswegen hatte der da Zugang, aber 21 Jahre jung, halt so grün hinter den Ohren. Und dann hat sich das von da verbreitet und jetzt Riesenwelle, da sind überall geheime Informationen geleakt von den ganzen Kriegsgeheimnissen und strategische Punkte von Ukraine und so. Und es ist alles ganz schlecht und jetzt hat er sein Leben verwirkt. Ist so, also du kriegst ja auch Todesstrafe unter Umständen, ne, wenn du sowas leakst. Ich glaube, da es kein amerikanischer Krieg ist, der geführt wird, es ist ja kein Verrat einem eigenen Land. Mhm. Ich glaube, die Amerikaner sind grün damit, wenn du irgendwie Verrat an den Russen machst, aber... Nö, ist voll okay, wenn du es jetzt einfach mal machst. Verwarnung, böser Junge, ne? Für nicht mehr hacken jetzt. Endlich mal ordentliche Unterhaltung am Samstagabend. Sagt Mathildchen, hallo Mathildchen, schön, dass du da bist. Mathildchen hatte vor kurzer Zeit noch Geburtstag. Und liebe Grüße. Das bebt natürlich noch nach, ja. Sie hat immer noch diese Strahlwirkung, wie die Atomkraftwerke jetzt nicht mehr haben.
Ist so, Matt, er sagt gerade, bis zu 15 Jahren Haft kann es für die Person geben. Okay, ich dachte, es ist mehr, wegen halt Hochverrat oder irgend so ein Scheiß. Und es kam wohl... Hochverrat oder irgend so ein Scheiß. Scheiß halt. Und es kam wohl auch raus, dass in diesen Akten, wo auch drinsteht, dass Putin wo auch doch sehr krank sein soll. Es gab einen anderen... Das ist doch hier Schrödingers Putin, ist das doch. Putin, Schrödingers Putin. Ja, ist da Krebs in dem drin oder nicht? Es gibt wohl jemanden, der ist geflüchtet oder geflohen aus Russland, der auch ein Mitarbeiter von Putin war, der jetzt irgendwie sagte, er ist nicht krank, Putin geht's wohl bestens, er ist in der besten Verfassung aller Zeiten. Aber jetzt in den Dokumenten so drin gestanden haben, dass er doch irgendwie eine Erkrankung hat und es ihm nicht so gut gehen soll. Und womöglich gibt es auch Spekulationen darüber, dass das auch der Wendepunkt im Krieg sein könnte, dass dann Putin echt hier irgendwie ihm die letzten Haare noch rausfallen, wenn er kurz vorm Sterben ist, also dann den Krieg nicht mehr fortführt. Ich würde sagen, wir finden ihm einfach sein Bernsteinzimmer und dann hat er quasi sein Legacy, was er ja gerade krampfhaft erschaffen will. Das wäre toll, es soll ja irgendwo in Weimar sein, ne? Hab ich auch von gehört. Ich stehe gerade Brennpunkt jeden Samstagabend. Ohne Scheiß, so viele verlassen gerade Funk, wie das ist ja gerade so eine Umbruchphase. Leroy ist ja aus Funk raus und so. Mhm. Und noch ein paar andere. Und ich finde, es wird mal Zeit, dass wir zu Funk kommen. Ich finde, es wird Zeit für eine weitere Überleitung für Jules, wo du gerade Funk lenk ansprichst. Lenk nur ab. Im deutschen Subreddit war ein Artikel ganz oben. Da ging es nämlich um die Rundfunkgebühr, lieber Tino. Der du ja eigentlich relativ wohlgesonnen gegenüberstehst. Ich bin ja auch Merkel-Jüngling. Womit du dich in der Minderheit befindest, rauskam... Nee, lieber Robin. Es zahlen mehr Menschen die Gebühren, als sie nicht als zahlen. Ja, und das machen die alle super freiwillig mit beiden Daumen nach oben. Sie machen's. So, Robin war Little Larry bei Funk, das ist so korrekt, aber... Es gibt doch keine Mehrheit gegen die Rundfunkgebühren, kann ich mir nicht vorstellen. Wahr ist das entscheidende Wort. So, 35% der Befragten würden am liebsten gar keine Gebühren mehr zahlen, auch wenn sie ARD und ZDF dann nicht mehr empfangen dürften. 35. Das sind also ein Drittel. 35 würden komplett drauf verzichten. Also das ist schon eine sehr hohe Zahl. Ja, das sagen die halt dann immer so. Das sagen die da. Hallo? Trotzdem haben die dann im Autoradio irgendwie hier MDR Thüringen und so ein Scheiß, weißt du? Nein, oder gucken die jungen Ärzte auf ARD. Das ist dann halt alles ausgestellt einfach. Das kommt, dann muss ich, wenn du unbedingt ARD und ZDF gucken willst, muss ich mit dem Ausweis anmelden. Hier, guck mal, ich bin Max Mustermann. Ich habe bezahlt, ich möchte jetzt bitte meinen Musikantenstadel. Darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht doch einfach darum, um diesen öffentlichen Rundfunk quasi zu finanzieren, nicht irgendwie wer den wahrnimmt. Es geht darum, dass der existiert. Ja. Also und 35% wollen für sich nicht, dass der existiert. Und ich finde, das ist eine überraschend hohe Zahl, weil... Ich habe jetzt leider die Zahl nicht von den Leuten, die sagen, ich will, also ich finde es zu teuer, das ist auch halt auch, ich glaube, waren 70%, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, scheiße. Das ist halt, ja, wir machen jetzt einen Poll, ob Leute das wollen oder nicht, parallel. Ja, repräsentativ, Alter. Ich sag dir was, ich verstehe ja voll die Kritik an dem Ganzen, ja, dass auch viel zu viel Geld ist, verstehe ich auch. Viel zu viel Angebot, verstehe ich auch. Und auch, dass die ganzen Intendantinnen und Intendanten da irgendwie sich einen goldenen Arsch verdienen. Alles richtig. Aber das sind alles eher Gründe, um das zu reformieren, aber nicht, um es abzuschaffen. Also wer wirklich gegen die Rundfunkgebühren ist und gegen den öffentlichen Rundfunk ist, sollte sich mal mit der Geschichte befassen, warum es den überhaupt gibt. Da kommst du nämlich mal auf den Gedanken, du doch, dass so es doch sinnvoll ist. Du bist so indoktriniert. Es ist einfach Geschichte, Robin, es ist einfach Geschichte, dass es eben nicht mehr passieren soll. Es ist egal, haben alles schon geklärt in ganz vielen Ausgaben. auch in der Extra. Ich habe keine Argumente mehr. Ist egal, haben alles schon geklärt. Wir hatten hier eine 5-stündige Diskussion mit Heinrich und noch irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wer noch da. Guck mal, kaum findet Tinko eine Studie doof, ist das nicht repräsentativ. Ihr könnt dazu abstimmen, wie geil mein Arsch ist, und können auch 100% sagen, ja, aber es ist halt nicht repräsentativ, liebe Leute. Das sage ich als Wissenschaftler. Wir brauchen jetzt hier unbedingt einen Tatort, ja. Wir brauchen unbedingt, ja. warum wird ein Fußball davon bezahlt? Und das läuft alles mit Werbung dann auch noch. Es ist so. Weißt du, wie teuer das ist, die Lizenzen für Fußball und die Kommentatoren? Wenn du schon bei diesen 30% der Leuten bist, gibt es auch 30% der Leuten mindestens, die halt Bock auf Sport haben. Und ich finde, dass man auch ein bisschen in Sport investieren kann. Ich finde, es ist schon in Ordnung. Ja, aber es geht ja nicht darum, in den Sport zu investieren, sondern die Übertragungsrechte. Ja. Es kann okay sein, wenn es halt nicht irgendwelche Milliarden sind. Ich finde es, klar, ich finde Fußball auch langweilig. Ich habe mir auch noch die Fußball angeguckt im ZDF oder ARD. Aber prinzipiell, wenn man so ein bisschen Geld ausgibt für Sportübertragungen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlimm. Aber es stimmt, es muss reformiert werden, es braucht andere Angebote und so. Alles richtig.
Die Öffentlich-Rechtlichen müssen gesetzlich sogar Geld über Werbung verdienen. Ja, das ich meine ja nur, wenn du das vergleichst, ja, dein Netflix-Abo oder so, wo du was anguckst und hier hast du halt, guckst dann mit Werbung. Das kann man nicht, ja, aber das kann man nicht vergleichen. Ich finde, man kann Rundfunk ich und. Ich finde, man kann alles vergleichen. Netflix guck mal, diese Pisskanne, ja, die hat weniger Juden getötet als Hitler. Das ist prinzipiell richtig. Hitler hat auch keinen getötet selber. Es war ja alles auch nur über Mittelsmänner wahrscheinlich. So, Rundfunkgebühren, nein, 80%. Ist ja auch nur nein gerade hier, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was die Frage genau war. Einfach nein. Rundfunkgebühren, nein. Rundfunkgebühren abschaffen ist die Frage. Und da steht nein. Guck, 80%, liebe Leute. Was? Dankeschön. Wo steht das? Nee, ist ja nur Rundfunkgebühren. Was? Das steht nicht abschaffen. Könnte da ja stehen. Nein, nein, nein. Also ich bin, wie gesagt, Fan... Sagte Hitler. Ich bin schon Fan davon prinzipiell, aber ich verstehe, die erstmal reformieren muss. Punkt. Ja, ich würde sagen, so 2 Euro fände ich okay. Ich finde auch 5 Euro. Und nicht das Zehnfache. Ich finde 5 Euro wären angemessen. Weil es braucht schon ein Angebot von irgendwie Online, Radio, Fernsehen. Es muss schon irgendwie finanziert werden. Oder man gibt ja halt ein bisschen mehr Erlaubnis für mehr Werbung zum Beispiel und mehr Sponsoren. Ja, das war jetzt übrigens News, weil halt da so eine Studie gemacht wurde und ich fand die Zahlen relevant. Außerdem war ich nicht die einzige Person, es wurde nämlich heiß diskutiert im deutschen Subreddit und auch im weiteren Internet. Und deswegen haben wir das hier mit reingenommen. 35%, ich will es nochmal betonen, das ist relativ viel. Das Nostarawiki ist zurück, habe ich jetzt gelesen. Das voll ist schön. Natürlich die News der Wochen. Also der aller Wochen einfach. Nein, lieber Nograd Blitz, ich bin dagegen, dass man aussteigen kann. Ich finde, es geht ja gerade um das solidarische Prinzip, dass eben alle Menschen einzahlen, dass eben auch für alle was angeboten wird und man einfach, auch wenn du das nicht nutzt, aber es ist doch schön zu wissen, dass es irgendwie eine Quelle gibt, die halt nicht irgendwie privat ist. Ne? Und ich finde, es ist furchtbar wichtig, dass es sowas gibt. Also, aber es muss reformiert werden, Punkt. Haben wir noch mehr News, lieber Robin? Ich habe keinen Bock mehr, über den Scheiß zu reden. Ja, in Frankreich sieht es derzeit so aus, wie es in Deutschland aussehen wird, wenn die Rundfunkgebühr wieder erhöht wird. Da brennt nämlich alles. Ja. Das höchste Gericht in Frankreich hat jetzt abgesegnet, dass diese Rentenreform, um die es da geht, Renteneintritt, Erhöhung, also das Alter, dass das wurde jetzt abgesegnet, so vom Gericht. Also dass das quasi, ja auch, wie sagt man, verfassungskonform ist. Das war ja auch nicht abzusehen, das so. War ja auch irgendwie auch ein Kampf. Ja, auch wieder wie bei Hitler. Egal. Ja. Und da Alisa gerade da ist, hoffe ich, dass Alisa nicht auch brennt. Ja, die ist ja gerade in Frankreich. Ah, stimmt, da habe ich eine Story gesehen, ja. Und das ist schön, weil da haben wir ein sehr beliebtes Gesetz. 94% aller Leute, die arbeitsfähig sind, sind dagegen. 94? Das ist fast so hoch wie bei der Rundfunkgebühr. Ja, aber die haben ja auch tatsächlich ein sehr niedriges Rentenalter im Vergleich zu uns zum Beispiel. Ne? Also ich finde es schon irgendwie legitim zu sagen... Jetzt kommst du wieder mit deiner deutschen Kartoffelmentalität. Ja, aber die sollen doch mal ordentlich arbeiten, bevor die sich beschweren. Was, wann kommt der Paul zu... Tinos Arsch. Nee, also ich... Nein, ich finde sie auch... Je früher der Renteneintritt, desto besser, keine Frage. Aber ich will nur dazu sagen, im Vergleich ist Frankreich einen relativ späten, relativ frühen Renteneintritt. Deswegen ist aber die Relation eine andere. Bei uns geht es ja fast schon auf die 70 zu, irgendwie gefühlt. Aber denen ist es halt immer noch relativ niedrig. So geil bei uns einfach. Da hat man einfach was vom Leben. Wenn man immer mit 70 in Rente geht und mit 72 stirbt, ist einfach geil. Oh, ich kenne auch einen. Der ist echt frisch, also den kenne ich aus der Filmbranche. Der ist in Rente gegangen, hat eine große Party geschmissen mit all seinen alten Filmleuten. Und ist nach 3 Monaten gestorben. Gut. Übelst scheiße, Alter. Und deswegen brennt in Frankreich mal wieder die Stadt. Übrigens, 94% aller Leute, die arbeiten, habe ich ja gesagt. 70% von allen Leuten. Hm. Ich weiß nicht, ob es jemals so ein unbeliebtes Gesetz gibt. Haben sie auch Kinder gefragt und Rentnerinnen und so wahrscheinlich. Ja, aber ja. Und nein, Lukas, du bist nicht solidarisch, weil du BAföG bekommst. Du bist halt befreit. Das ist doch voll okay. Ist ja auch nicht schlimm. So, ich habe noch eine weitere Nachricht herausgesucht, die ich gleich erzählen möchte. Auf dem Weg dorthin möchte ich aber jetzt das Publikum bitten, schreibt doch einfach mal in die Kommentarspalte rein, was euch diese Woche beschäftigt hat. Ob es privater Natur ist oder vielleicht auch eine Nachricht, die die Welt in Atem gehalten hat. Das könnt ihr an dieser Stelle reinschreiben. Wenn wir diese Plattform Twitch gerade einmal nutzen, können wir auch einen Clip der Woche von Twitch mal küren. Es gibt einen sehr großen Streamer, XQZ, der auch über Leitung, soweit ich weiß, französisch ist, ursprünglich. Und das ist so quasi der französische Livestream PewDiePie. Der sieht dem so ein bisschen ähnlich, der spricht auch ein bisschen komisch, aber PewDiePie. Ich habe das bis heute nicht ganz verstanden bei dem XQZ. Vielleicht kann man mir da reinkrätschen.
Ist der irgendwie geistig nicht ganz auf der Höhe? Ist der irgendwie mentally challenged? Kann das sein? Oder ist es wirklich nur die Sprachbarriere? Gibt es vielleicht eine andere Person, die mir da gerade in den Kopf kommt, wo ich ein ähnliches Gefühl bekomme? Aber der hat so ein Quiz gemacht, oder Quiz ist vielleicht nicht das Richtige. Ich glaube, es ist auch so eine Art Political Compass-Ding, so wie links bist du, wie ja, autoritär und so. Und da gab es unter anderem die Frage, sollten disabled people verboten bekommen, sich fortzupflanzen? Und er strongly agree. Und man weiß nicht so ganz, hat er das vielleicht nicht ganz gecheckt, dass das, also, er versteht es wirklich einfach nicht, so habe ich das Gefühl. Oder er ist halt ein Troll, aber, also ich kenne den leider nicht so gut, dass ich das jetzt perfekt einschätzen kann. Er geht auf strongly agree und der Chat rastet so aus, oh, Eugenics und so. Und ja, ist auch er hat es aber, glaube ich, so verstanden wie, sollte man sich fortpflanzen, wenn man eine harte vererbliche Disability hat, weißt du? Und nicht, sollte das gesetzesmäßig kontrolliert werden. Na, also ich verstehe ja schon den Gedanken, den solche Personen haben, aber ich finde das völlig daneben, weil du kannst halt Menschen nicht vorschreiben, ob sie sich fortpflanzen dürfen oder halt nicht, ne? Also ich finde das ganz schwierig. Da China hat es, denkt, er hat es einfach drauf, für Content Dinge zu machen, da bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Hier, es gab eine Abstimmung, wie hoch die Rundfunkgebühren sein sollen. Und entweder 5 oder bis zu 20% und beides jeweils ein Drittel. Ich weiß noch nicht, wie das zustande kommt, dass wir jetzt zwei Sieger haben mit 33%. Aber 5 oder bis 20 Euro. 5 bis 20 Euro. Hm. Ich würde sagen, dass 5 okay sind. Aber das ist, haben wir abgehakt, das Thema. Rundfunkgebühren. Ich habe mal eine allgemeine Frage, eine juristische Frage an euch. Mach mal. Völlig ist nicht echt passiert. Das ist einfach nur eine Frage, die mir so gekommen ist. Und zwar, es gibt ja manchmal so, wenn ihr eine Wohnung habt, ne, dann gibt es ja manchmal so Austausch von Kaltwasserzählern und Warmwasserzählern und so, ne? Mhm. Und dann machen die ja so einen Aushang und sagen, an dem Tag von 8... Gibt es auch Rotwasserzähler? Der ist nämlich gerade hier im Chat. Bestimmt, hi, rotes Wasser. nee, also seien sie an dem Tag von 8 bis 10 Uhr irgendwie da, ne? Mhm. So. Geben sie uns Bescheid, wenn sie in Quarantäne sind, oder machen sie einen kostenpflichtigen Alternativtermin? Ich dachte so, hä? Kostenpflichtig, Alternativtermin, ich bin Arbeiter, ich bin halt nicht da. Und dürfen die mir vorschreiben, dass ich an dem Tag zu Hause sein muss, alles andere wäre dann kostenpflichtig? Geht das? Ich die dürfen gar nicht, sie sollen ihren Maul halten. Also ich verstehe das ja, dass die irgendwie, oh, jetzt gibt es einen Polz in meinem Arsch, sehr schön. Ich halte aber nicht die Kamera, das müsst ihr aus eurer Erinnerung quasi jetzt... Ja, ich werde euch den Abdruck auf dem Sofa, werde ich dann eingipsen und dann ein schönes Model machen von. Ja, findest du nicht auch furchtbar frech, sie einfach machen einen Zettel irgendwie an die Haustür, hier wird der Zähler ausgetauscht, wenn sie nicht da sind, müssen sie Geld bezahlen. Ja, würde ich draufschreiben, halt dein Maul, ich bin im Urlaub, keine Ahnung. Das gab es zwar auch, ich habe auch einen Fall gelesen in irgendeinem Forum, dass eine Person im Urlaub war für 14 Tage und die haben diesen Zettel wohl kurz nachdem man Urlaub gefahren ist quasi dran gemacht und der Termin war auch innerhalb des Urlaubs, also konnte das gar nicht mitbekommen irgendwie. Ja. Du musst aber auch dann Geld zahlen und musst es dann selber bezahlen, den Austausch. Finde ich ziemlich krass. Den kulturellen Austausch, nee, wie sagt man, ach fuck, der große Austausch. Der große Volksaustausch, liebe Leute. Quelle Forum. Sie sollen sich anmelden, einen Termin ausmachen, sonst können sie sich ficken. Ja, ich finde es auch sehr schwierig und es ist eine ganz fiktive Geschichte gerade gewesen. Also nicht wirklich, keine Angst. Ja. Was auch eine fiktive Geschichte ist, ist, was Trump gesagt hat. Der wurde ja zum Gericht geführt. Ja, stimmt. Ist dort einen kurzen Weg gelaufen vom Auto in die Halle hinein, so von 7 Sekunden. Und hat gesagt, dass die Leute dort vor Ort alle geweint haben, weil er vor Gericht gehen muss. Ja, und vor Glück wahrscheinlich. Das ist schon wieder... So eine geile Story irgendwie. Also ich weiß nicht, ob er sich wirklich, das ist auch wieder so ein Excusee-Ding, das kann ich nicht richtig einschätzen. Weiß er hundertprozentig, dass er da gerade Scheiße erzählt, oder hat er sich selber schon so gut verarscht, dass er die Welt so wahrnimmt, weißt du? Die Leute haben links und rechts alle geheult. Was ist das denn? Der Pöll zu Tinos Arsch. Antwort 1, 3, 4, 5. Dankeschön, sehe ich genauso. Ja. Ich musste. Wir haben alle geweint. Ich glaube, der ist echt, also bei dem würde ich mir die Frage stellen, ob er irgendwie geistig irgendwie Probleme hat oder irgendwie schon dement wird, weil der hat ja schon seitdem er Präsident ist oder schon vorher eigentlich nur Unsinn erzählt, der auch so einfach zu kontern ist und die einfach offensichtliche Fake News waren und der
offenbar fährt er mit dem Format so gut, dass es einfach durchzieht. Er könnte sich nackt vor seine Couch stellen und sagen, ich habe den schönsten Anzug an von einem Mann aller Zeiten. So, und alle würden klatschen und ihm das glauben. Das kommt mir bekannt vor, Tino. Das heißt du gerade, das war ein Plagiat. Des Kaisers neuen Kleider, ja. Aber finde ich halt. Neuen Glieder. Und ich glaube halt, der hat so dumme Anhänger, das weiß er auch, dass sie ihm überall hin folgen. Er kann machen, was er will. Auf jeden Fall glauben die ihm alles. Und es ist ja auch so, selbst wenn etwas offensichtlich ist und nur eine Person das Gegenteil in den Raum stellt, selbst dann arbeitet das in den Leuten der Köpfen und dass sie denn die Wahrheit hinterfragen. Das ist ganz einfache Psychologie. Du hast gesagt, in den Leuten der Köpfen. In den Leuten der Köpfe, ja, es ist auch für mich jetzt schon die achte Stunde. Mathildchen kommt nämlich gerade aus diesem sozialen Brennpunkt, den wir gerne Amerika nennen, beziehungsweise die Vereinigten Staaten von eben jenem. Die hat dort wahrscheinlich nett Kontakte geknüpft zu diesen sogenannten Mega-Peoples. Tino ist auch aufgeregt, weil Mathildchen im Chat ist. Ich bin es halt nicht gewohnt, vor Leuten zu sprechen und es ist auch für mich was Neues. Hab Verständnis. Die Mega-Mützen sind das relevantere Merch als irgendwelche Trump-Anhänger. Dankeschön, Dario Cooper, für die Glückwünsche. Ja, vielen Dank. Das ist sehr, sehr sweet. Ich muss gucken, ob wir noch irgendwo eine Nachricht bekommen hatten. Ich dachte, es waren drei Nachrichten, die wir bekommen haben. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse. Ja, das ist jetzt eure letzte Chance, Leute. Wir sind jetzt hier noch 10, 15 Minuten live. In der Zeit könnt ihr uns noch irgendwo eine Sprachnachricht schicken, die wir hier abspielen werden. Aber bitte nichts Böses sagen, wo Robin gebannt werden könnte. Jetzt bringen die noch auf Ideen, weißt du? Ich höre das vorher Probe, bevor ich es ins Kameraloch halte. Kameraloch Arschmann. Guter Mann. Ja, auf jeden Fall. Cool. Was hast du denn da noch? Was ist das denn? Ich habe noch etwas ganz Kurioses. Wrestling. Nee. AfD. Habe ich heute gar nicht Wrestling tatsächlich in meinem Repertoire. Das ist echt eine Special-Folge. Sag ich doch. Und zwar ein Instagram-Post, ja. Ich will gar nicht verraten, von wem das ist, aber ich zeig's dir mal. Von einem Verein, ne? Mhm. Hier, und zwar ist ein Trauertext. Ich mach mal das hier drüber. Mit großer Bestürzung und so, zu Hause, groß bis klein. Und dann lese ich ganz unten, erstellt mir ChatGPT. Ja, das ist ja skandalös. Die haben quasi einen Nachruf gemacht auf einen ihrer Mitglieder, der gestorben ist. Und schreiben so einen Trauertext und so, der echt emotional klingt. Dann steht ganz klein drunter, erstellt mir ChatGPT. Hä, aber erstens, warum folgst du diesem Account? Und zweitens, was? Weil das ein Verein ist, den ich mag in Weimar. Aber es ist trotzdem... Okay. Aber was... Ach, das ist dieses, wo man so Sachen billig holt, oder was? Ist das das? Nee, kann ich dir... Okay, ich kann es jetzt nicht. Gar nicht öffentlich flamen, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber ich fand halt diesen Nachruf sehr irgendwie... Schön geschrieben, bis man dann liest, dass dieser... Das ist ja echt richtig makaber irgendwie. Ja, ne, oder? Also das fand ich so... What dann wäre es noch weniger makaber, das nicht drunter zu schreiben, dass das KI generiert ist. Das ist ja ekelhaft. Vor allem musst du es ja auch nicht mal angeben. Das ist ja nicht irgendwie, also Rechtslage ist ja eh gerade ein bisschen schwammig noch. Aber ich würde doch niemals reinschreiben, dass es von diesen Chatprogrammen da geschrieben worden ist. Gerade auch so ein Nachruf ist richtig pietätlos. Stell dir mal vor, so der Pfarrer bei der Beerdigung liest so einen Text vor und am Ende so, dieser Text wurde verfasst von ChatGPT. Ja. Amen. Ja, bei der Beerdigung ist schon gut. Der Text ist wahrscheinlich deutlich besser, als was sie selbst geschrieben haben. Ja, das ist natürlich richtig, aber es geht ja um den Willen. Wenn du von deinem kleinen vierjährigen Sohn irgendein vollgerotztes Taschentuch kriegst, wo irgendwie an der Seite so ein kleines Strichmännchen draufgemalt ist, hat er das trotzdem selbst gemacht und dann ist das ganz schön. Wenn dieser vierjährige Sohn aber zu einer KI geht und sagt, mach mal beim Papa ein Gedicht rein und dann kommt er mit so einer Scheiße, da enterbst du den, da schmeißt du den vom Balkon. Tashinga schreibt gerade, es ist vielleicht nur ein Fehler gewesen mit Copy und Paste. Nein, man kann es echt, es ist auch schön Design quasi, dass man auch trotzdem das unten nochmal extra sieht. Mit Datum drunter noch. Mit Datum und so. Das war kein Fehler, es war schon Absicht. So, Herr Rodes fragt nach geplanter Bubatz-Legalregelung. Wie genau die aussieht, weiß ich nicht. Ich bin halt nach wie vor auch null invested in Bubatz. Ja, schön, gönnt euch hart. Aber weißt du da mehr? Naja, das genau aussehen soll. Der Plan war wohl eigentlich, es ganz gleich zu legalisieren und eben nicht erst zu entkriminalisieren. Aber jetzt ist wohl der Schritt doch erstmal geplant, es erstmal zu entkriminalisieren und danach zu legalisieren. Also es langsam quasi irgendwie öffentlich zu machen. Und der Schritt wird wohl von vielen kritisiert und als Verschlimmbesserung gesehen. Ja, ich habe halt den Postillon-Artikel gesehen, dass der Minister... Präsident aus dem Land, wo regelmäßig Drogenfeste abgehalten werden, gegen die Legalisierung von Drogen vorgehen möchte. Da geht es natürlich um Herrn Söder. Wen sonst? Der King of Alkoholkonsum.
Sukzessive Legalisierung. Ich habe studiert. Du musst so wissen, Herr Rodes, dem wurde nicht oft genug sukzessive in sein Gesicht reingeschlagen. Deswegen spricht er nämlich so. Ist echt so. Frechheit. Also ich finde es erstmal prinzipiell gut, dass es sowas gibt, ne, dass es legalisiert wird. Ich habe gerade meinen vereiterten Ellenbogen an die Wand geschlagen, richtig gut. Aber es ist besser geworden, ja, oder? Es ist abgeschwollen, aber es ist trotzdem noch dick. Wir werden an dieser Stelle versuchen, uns ein wenig gewählter zu artikulieren, denn ein geneigtes Individuum, welches bereits als eine gewisse rechtsorientierte Partei unterstrich bla verunglimpft wurde, hat sich eben jenen Wunsch gerade zu Recht geäußert, indem er sogenannte Kanalpunkte investiert hat. Dieses Investment ist nicht wirklich ein Investment, denn er kriegt eigentlich nur einen Haufen Code wieder in Form von dieser besonderen Sprechweise. Achso, dieses SW heißt quasi gewählt ausdrücken, oder wie? Geschwollen. SW gilt natürlich, heißt geschwollen. Natürlich absolut geschwollen, das weiß ja jeder. Der Twitch-User Zwergtyrann Ziegenbart stellt uns die Frage, wie stehen Sie zu Katzenminze? Ich finde hervorragend, dass du einfach nur langsam und abgehackt redest. Ich bin nicht intelligent, liebe Leute. Das könnt ihr nicht von mir verlangen, dass ich jetzt so spreche. Das ist gar kein Problem. Es sind ja auch meine Kanalpunkte-Einlösungen, die uns hier um die Ohren geschmissen werden. Ich kotze im Strahl. Da hat jemand eingelöst, wir sollen so reden wie die vegane Militante. Ich dachte mal den Schneider. Ja, eben. Hast du mal die Münder verglichen? Ach so. Deswegen ist sie doch so unattraktiv. Ich dachte, du meinst den Kuchen. Schönen Sonntag! Tilo, du musst öfter mal sukzessive sagen. Das kann ich sukzessive gerne probieren, das zu sagen. Schönen Sonntag, wir reden jetzt nur noch so. Aber ich muss mich jetzt erst so ein bisschen vor Tilo hier entfernen. Das ist leider nicht so ganz so lecker. Ja, das wird lecker, ein bisschen zu chaotisch, glaube ich. Aber ist egal. Das ist die 200. Folge. Leute, die gerade kein Bild haben, ihr tut mir wirklich leid. Aber. Schöne Sonntag! Es ist Sonntag mit Brennbogen! Aber heben die sich denn jetzt auf, die jeweiligen Befehle, wenn du wie mal den Schneider, also wie die Veganerin und wie mal den Schneider, also wenn du verschiedene reden sollst. Ich kann dir nicht zuhören, du bist so eklig. Okay. Aber hebst du das irgendwie auf oder ich weiß nicht? Heb dich mal von meinem Sofa auf. Es ist ja widerlich, wie du hier sitzt. So ein Mobbing, live im Fernsehen. Robin soll öfter mal Opa hat noch einen Bolzen sagen. Mein Opa, das ist ein Bolzen. Sorry, ich hab vorhin das Tor kaputt gemacht, aber mein Opa hat da noch so einen Bolzen, dann können wir noch schön noch durchwamsen. Es gibt noch eine neue Runde, und zwar die letzte Generation, ne? Die wollte ja noch so eine, wie bei den Grünen, die eine da? Genau. Noch so eine Runde. Ja, okay. Ja. Da muss ich ganz kurz Friedrich zitieren, der sich neulich so witzig versprochen hat, als ich in Alicante mit ihm war. Er hat gesagt, ey, ich habe ja echt nichts gegen Fettshaming, aber... Ja, es ist immer gut, das so zu formulieren. Ja. Letzte Woche gab es einen heftigen Diss von Michael Ballweg, dem Querdenker-Gründer, dass er sagte, irgendwie die letzte Generation und ich, irgendwie, das ist irgendwie, wir sind NSYNC. Das ist auch immer das größte Problem beim Fußball. Ist so. Oder was war jetzt for Future? Ich muss ganz kurz nachgucken, was es nochmal war, wem man sich verglichen hat. Irgendjemand. Nee, letzte Generation war es, genau. Und jedenfalls, es gibt den nächsten Schlag in die Fresse von gegen letzte Generation, denn Fridays for Future richten sich jetzt auch gegen letzte Generation. Denn da hat die Sprecherin... Nein, jetzt wird sich gegenseitig kannibalisiert. Ich zitiere Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future. Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen. Das fand ich einen spannenden Gedanken, weil ich nicht dachte, dass die FFF-Leute auch so solche Pussys sind. Ja, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob Losing Data noch im Chat ist. Der ist da an der vordersten Front, sage ich mal, und ist vielleicht auch einer von den paar Leuten, die, ich glaube, auch in Bayern mittlerweile dafür Strafe zahlen mussten, dass sie mit Kleber erwischt wurden. Ja, da gibt es jetzt irgendwie seit November, ich sag nichts Falsches hoffentlich, aber ich glaube, es war Bayern, da gibt es seit November so ein Gesetz, wo es heißt, wenn du mit Kleber irgendwo rumläufst, dann ist halt kritisch, musst du Strafe zahlen. Ja, so Herr Rodes, der triggert mich, wenn er sowas sagt wie...
FFF sagt nie was Vernünftiges. Das sehe ich ganz anders. Die sagen auch mal Blödsinn, aber ich glaube, sie sagen öfter vernünftige Dinge. Aber so. Tino, ich habe mich köstlich über diese News amüsiert. Ich finde es wirklich vorzüglich, dass du an dieser Stelle dafür gesorgt hast, dass dies einmal hier Verwendung findet im Podcast. Das ist wirklich großartig ausgewählt. Fridays for Future tritt an gegen die letzte Generation. Das klingt ja fast wie ein Celebrity Deathmatch, würde ich sagen. Ich verstehe meinen Befehl nicht. Also ich soll jetzt wie Brillenträger sprechen, oder wie? Ja, was weiß ich, was das heißt. Wie schlaubig schlumm vielleicht. Keine Ahnung, der spricht gar nicht so. Ah, okay, Herr Rodes hat es ironisch gemeint. Entschuldigung. Was? Ich habe dich falsch verstanden. Was hat er ironisch gemeint? FFF sagt was Vernünftiges. Ich dachte, er ist ein FFF-Gegner, aber er ist kein FFF-Gegner. Ich hab's falsch interpretiert. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Naja, also er... Ich bitte vielmals egal. Um Entschuldigung. Also das ist ja, was ich auch immer sage, das ist halt wahrscheinlich, also ist ja gleich das Gleiche wie mit der militanten Veganerin, dass dieser Ansatz weniger Leute überzeugt, als wenn du sagst, guck mal hier, was ich Leckeres gekocht habe, wie geil das ist, statt zu sagen, ich erschieß dich jetzt, wenn du dieses Pferd da falsch anguckst. Aber beides irgendwie beides, zielführend. Beides sorgt dafür, dass das Thema in aller Munde ist, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass global gesehen der eine Weg zumindest schneller zum Ziel führt, dass die Leute vegan sind, als der andere. Egal. Sehr egal. Aber das Ungemütlichsein auf der Straße mit Hinkleben und so ist halt gesellschaftlich nicht geil, aber es ist auf jeden Fall aufmerksamstechnisch viel, viel besser. Es wird halt dadurch viel aggressiver in den täglichen Dialog reingedrückt. Aber ob das überwiegt, dem, dass du halt die Leute dagegen aufbringst, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber die Leute zu erschießen, die eigentlich in den Sinn passen, das ist auch schneller, muss man auch mal sagen. Ja, aber da kommen wir sind ja nicht Amerika, wir kommen ja nicht hinterher mit den Patronen, die sind ja dann schnell alle. Das stimmt. Ist schwierig. Ich habe noch einen Tipp für euch, liebe Leute, ein Serientipp. Mhm. Was ganz, und zwar aus Weimar. Serienmörder sein, das ist mein Tipp für euch. Ja, echt? Wo wir gerade vom Erschießen von vielen Leuten reden, das ist immer gut. Ist nie okay, Leute zu erschießen, ne? Nur aus Notwehr. Und zwar gibt es die tolle Serie... Irgendwas. Und zwar, oh toll, ich gerade eine Serie empfehle, soll das gelangweilt vortragen. Es gibt so eine Serie, die ist neu. Okay, aus Weimar, cool, guck wow, mich neu an. Ist immer besser, wow. Die Serie heißt Irgendwas mit Medien. Die Serie kommt aus Weimar, die kann nicht gut sein. Und die gibt's in der ARD-Mediathek. So eine Scheiße. Also, wenn ihr eure Gebühren zahlt, dürft ihr gerne reingucken. Und ich war da auch tatsächlich im Cast ursprünglich, also ich habe in der Pilotfolge mitgedreht und der Hauptdarsteller und Regisseur war auch mal bei uns zu Gast. Was? Also nee, bei mir zu Gast. Ich wollte gerade schon sagen, bei mir, ich habe gerade meine Langeweile vor Erschrecken fast vergessen, weil es konnte ja nur MCM oder Daniel Kratz gewesen sein. Oder Jan Jester. Ja, stimmt. Ist echt schlecht Imitation. Nein, ich kann das nicht, tut mir leid. Ich brauche dafür einen ganz anderen Kontext. Ich muss Rollenstudium führen, ich muss es proben. Das war doch gar keine, was hast du jetzt imitiert? Das war doch keine Imitation. Nee, ich war ein bisschen gelangweilt. Aber ich will erzählen, ganz kurz irgendwas. Du bist so gehypt von dieser supergeilen Serie, dass du es nicht schaffst, gelangweilt zu sein. Genau, wir hatten den mal zu Gast in der Folge, als du nicht dabei warst, als sich jemand gewünscht hat, dass ich einen Podcast mit Mirko Mooshoff mache, dem ehemaligen YouTuber, der jetzt Filmemacher ist. Ah, true. Und der hat jetzt quasi mit seinem Kumpel Janu Kaltenbach eine Serie produziert über die UFA. Irgendwas mit Medien, das ist so eine Mockumentary. Und da geht es um die Bauhaus-Uni in Weimar, wie man Medien studiert und so. Das ist so witzig, so gut gemacht. Ich habe bis die ersten zwei Folgen schon gesehen. Also guckt euch gerne mal an. ARD-Mediathek, irgendwas mit Medien, sehr witzig. Mhm. Und nicht gelangweilt davon sein, die ist echt lustig. Da Mirko wieder. Mirko Mu. Ja, ich guck vielleicht mal rein, aber ich mach die Augen zu und ich sehe es genau vor mir, Alter, und es ekelt mich so an. Ich sehe es genau vor mir, diese typische deutsche Amateurproduktion, ich sehe es richtig vor mir. Ich hab was in der Nase, ich muss gleich niesen. Ja, gut. Will ich nicht. Bauhaus-Uni, da war ich, siehst du? Ich auch mal zum Probestudieren.
Aber auf jeden Fall, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, Alter. Bam, bam, du hast mir bam, jetzt richtig bam. Bock drauf gemacht, Alter. Da scheiße ich auch drauf, dass einfach die deutschen Produktionen in der Regel so ein gewisses Geschmäckle haben. Das ist mir dann alles egal, Alter. Ich will das jetzt sehen. Gibt's das, also wie ist denn das, wenn ich das auf Twitch livestream, ist schlecht, ne? ARD. Das darfst du nicht machen. Lass auf reagieren auf jeden Fall. Ich muss mich kurz korrigieren, denn juhu, ich habe nur eine Folge gesehen, ich habe noch viel mehr Folgen davon vor mir. Wir haben nur eine geguckt, stimmt nicht zwei. Vom Gefühl her waren es zwei Folgen, es war eine Folge. Aber die war schon richtig toll. Lang war und weil sie so spannend waren, da so viel passiert und so viel Emotionen sind da passiert, also übelst geil. Den letzten Zelda-Trailer haben wir natürlich nicht gesehen, außer der ist das mit diesem Großmachen, Kleinmachen und Zusammenkleben. Das ist der aber, glaube ich, nicht. Ich habe den Trailer gesehen, der war großartig. Ich werde es auf jeden Fall spielen, keine Sorge, liebe Leute. Wirklich jetzt? Nein. Du und Zelda sehe ich dich gar nicht. Ich trinke nur Zelda, aber ich spiele es nicht. Naja. Gut, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gar keine krassen Themen mehr jetzt hier. Also wenn die Leute im Chat noch irgendwas haben, was sie beschäftigt, ansonsten... Doch, Biden will noch mal antreten zur US-Wahl. Wie finden wir das denn? Oh ja, nee, Alter. Der ist halt vor... Oh, der ist angetreten und hat gesagt, er macht nur eine Amtsperiode und jetzt... Oh. Aber er ist so ein guter Präsident, der muss noch mal antreten. Nee. Er ist noch so jung und so fit, ja, weißt du? Oh, ich kann es nicht mehr. Tino, ich kann es nicht mehr. Also wenn Trump nochmal antritt, muss theoretisch Biden antreten, damit er gewinnt. Aber wenn DeSantis antritt, dann wischt er mit Biden den Boden auf und es ist einfach alles Schmutz, Tino. Ich habe einen lustigen Kommentar gelesen bei Facebook. Und zwar... Die Leute im Publikum an den Empfangsbolzen, die nur mit ihren Ohren hier invested sind, die tun mir so... Wir haben einen Kommentar gelesen, nämlich, dass als geschrieben worden ist, dass Biden nochmal antritt, hat jemand geschrieben, ha, leichtes Spiel für Trump. Wo ich dann geschrieben habe, ja, wie zur letzten Wahl, leichtes Spiel für Trump war, ha, zwinker, zwinker. Nochmal Antritt oder nochmal Hahntritt? Der Hahntritt, ist das im Ei? Ach so. Joe Biden. Frage, ist der andere Republikaner, der nicht Trump ist, auch gegen Klimaschutz? Na, aber freilich. Die ganze Partei ist gegen Klimaschutz, liebe Leute. Die ganze Partei ist einfach nur großartig. Guckt euch mal den Film an, Don't Look Up, da könnt ihr gucken, was passiert, wenn die... Das ist ja jetzt keine Doku, aber... Naja, aber es ist schon nicht ganz verkehrt. Ja. Wieso läuft Irre auf eine ASDF-Imitation hinaus? Tja, liebe Leute, das war die 200. Ausgabe quasi. Wir können auch die Woche bewerten. Wir können das nicht, wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Das ist wahnsinnig. Wir haben auch noch unsere tolle Spotify-Playlist, liebe Leute. Brennholz unter Musik, könnt ihr gerne folgen. Ich habe ein ganz besonderes Feature, weil heute darf Severus Mad Eye für mich einen Song da reinmachen. Weil Severus Mad Eye ist von allen Menschen, die ich kenne, die Person, die am wenigsten emotionale Verbindung so etwas zu so etwas wie Musik hat. Ist das so? Der ist einfach ein Mensch, dem ist Musik egal. Das sind die besten Musiker. Also wir haben eine Playlist. Ich erkläre es auch nochmal genau für Leute wie Servertest. Die ein bisschen dumm sind. Nein, das hast du jetzt gesagt. Die finden das nicht so. Die heißt Brennholz unter Musik. Und da fügen wir am Ende des Podcasts immer einen Song ein, jeder ein. Und Mad Eye sagt für mich einen Song. Ja? Dieser muss allerdings auf Spotify zu finden sein. Also wenn jetzt irgendwie so ein... Ja, Gomme-Mode oder so. Ich weiß nicht, ob der auf Spotify ist. Ich habe diesen furchtbaren Song gehört von Mr. Trashpack. Geil, oder? Oh Gott, ist das furchtbar. Hat mir gar nicht gefallen. Auch der Text so total generisch und so, ich mach mein Ding. Fand ich ein bisschen irgendwie... Ich finde das so geil, dass ich den gehört habe und gedacht habe, Alter, Mr. Trashpack, du hast dich ja um 300% verbessert, weil die davor noch so viel beschissener waren. Die kenne ich halt nicht. Also ich fand es ganz gut produziert, so war ein cooler Rocksong und so. Ich hab ein trockenes Maul wie auf Tatooine, wie auf Tatooine. Das ist so finster, Alter. Einmal einer Meinung mit Tinko Jesse. Verstehe ich nicht. Ach, das heißt wohl, dass wir oft andere Meinungen sind, ist auch voll okay. Dafür ist ja auch die Welt da und Pistolen auch. Verstehe ich nicht. Aber Mad Eye, sag mir mal einen Song. Irgendeinen. Was geht mit der Woche eigentlich? Wollen wir erstmal die Wochenbewertung machen? Das ist wirklich, das ist eine Schmutzwoche gewesen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt nicht draußen hier großes Hahaha-Special
dann stehen wir da und sagen, haha, lutsch Zunge, lutsch Zunge, lutsch Zunge. Nein, aber Robin, die Kunst ist doch, aus solchen Wochen das Beste rauszuholen. Das ist richtig. Und ich muss sagen, dass die Wochen, in denen wenig passiert, die besten Folgen von uns sind. Ist so, das hat ja auch Harald Schmidt schon gesagt. Die Arbeit beginnt erst dann, wenn nichts passiert ist. Wenn der das sagt, hat er nur recht. Matt Eye hat schon einen Song ausgesucht, und zwar Gott muss ein Seemann sein von Santiano. Dem kann ich nur beipflichten. Das ist so ein geiler Song, ohne Scheiß. Ja, das ist ja jetzt ekelhaft. Du kannst doch nicht hier einfach so ein... Okay, dann nehme ich doch den Mr. Trashback-Song. Ist doch schon drin. Nee, der hier meine ich. Geflogen, nein, ich kriege nie genug. Ich nehme noch einen Zug durch Yoda zu mir. Mein Lichtschwert, das ist grün, ich bin am Rebellieren. Das ist wirklich... Was, Trashmenta? Das ist einfach nur Scheiße. Nein, den nimmst du nicht. Nimm ruhig den Song. Das war ein Gag, Alter. Ich finde... Also, das ist schon eine Shit-Playlist so, aber das ist ja, also... Ich will es unbedingt, ganz egal wie viele Sternzerstörer, real shit, der Todesstern, nein, er rettet euch nicht, eure Zeit läuft langsam... Siehste, Urwill ist meiner Meinung, das ist absoluter Müll und der neue Song im Vergleich ist so viel besser. Im Vergleich bestimmt. Ja. Gar kein Problem, ich spreche noch ein bisschen Ostdeutsch hier zum Raum. Was geben wir jetzt eigentlich? Haben wir schon übrigens, die Zeit gesagt, Zahl gesagt. Ich war übrigens zum Mario-Film, Super Mario-Film, und er war klasse. Da war klasse, der war aber richtig, hat er auch gesagt. Schön, wie die schön. Kritik sagt, naja, ist schön animiert und ist ganz witzig, Bowser ist der Held, aber so storymäßig und ist halt, ne, es ist halt glorifizierte Werbung im Prinzip einfach nur. Vielleicht, aber ich finde, hier der Jack Black als Bowser war großartig. Ach, stimmt, du hast ja letztendlich echt... Doch, auf Englisch geguckt. Englisch geguckt, Alter. Wir haben es nicht bereut. Der Film war richtig, richtig toll. Und ich gehe auch gerne in Teil 2 rein. Luma Lee ist der Heldin. Ich weiß nicht mal, was Luma Lee ist. Und es, ist das nicht dieser Song hier von den Leuten auf dem ich glaub, das war, Flugzeug? Luma, Luma Lee. War das nicht diese gruselige Person, die in dem Käfig eingesperrt war? Die war echt eine Heldin. Und es gab wohl Kritik darüber, dass der Film Vogue sein soll. Vogue? Der blaue Geist im Käfig. Großartig. Tolle Rolle. Was, der Film soll Vogue sein, und pass mal auf, warum, weil Peach als stark dargestellt wird. Oh, die ist nicht komm, eine Prinzessin, Alter. Die ist mal nicht so eine Prinzessin, die hier so im... Komm, hör mir auf, was willst du machen mit der? Die hat zero Charakter in den Spielen, Alter. Aber die hat Potenzial und die hat... Die kann nichts in den Spielen. Aber im Film rennt die viel. Na, aber ist doch gut, du kannst nicht einen Film machen, wo du so eine Alte hast, die ganze Zeit nur, oh, Mario, oh, 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 der ist so schön, das will doch keiner sehen, der ist so schön, der Mario. Meine Fresse, Luigi wurde als schwach, ne, ich habe den Film noch nicht gesehen, ne, ich kann mir da jetzt nicht so die Meinung geben. Ja, Luigi ist, Luigi wurde dargestellt wie in Luigi's Mansion, so ein bisschen als Angsthase, aber es war süß, es war so eine schöne Bromance zwischen. Ja, aber wenn der von Charlie D. gespielt wird, ja. Der ist doch, das wollen doch die Leute. Charlie D. ist doch der Bekloppte schlechthin. Du kannst doch nicht Charlie D. Den sprechen lassen und dann ist Luigi auf einmal der Macho-Macho-Man oder was. Sag mal. Ich fand's gut. Ganz viele Spoiler. Das sind keine Spoiler. Also ich finde, Spoiler sind ja eher so die Geschichte und wie die dargestellt sind. Die gibt's ja zum Glück nicht. Kannst ja nicht spoilern von der Geschichte. Es gibt eine Geschichte. Die ist schon, ja, schon schön gemacht. Ja, der Mario kommt in Landreihe, verliert seinen Bruder, muss ihn finden. Wow. Mein Song für die Playlist. No, wir haben nur noch keine Zahl gesagt. Bist du besoffen, Alter? Machen wir mal einen Schluss. No. Ist von Tenacious D, weil Jack Black spricht ja Bowser. Und ich bin auf den Trichter gekommen, um wieder Tenacious D zu hören. Und ich mache den Song rein: Rise of the Phoenix. Habe ich in meinem Ellenbogen drin. Von 2012, richtig geil. Tenacious D und Santiano ist quasi eine Liga. Sieht jetzt schon wieder fetter aus, wenn ich das hier so anklötze, Alter. Ich würde eine 4 geben der Woche. Eine 4 ist übelst hoch. Echt? Wie gesagt, also ich würde für den Dalai Lama hochgehen, aber das war ja genau genommen vor 2 Wochen. Und jetzt ist halt nur der Shitstorm hochgebrodelt. Na gut. Also ich würde lieber auf 3 eigentlich gehen. Aber dann eine 3. Ich lass auch mit mir reden. Nee, 3 ist okay, hast recht. Das ist ja schon länger her, dass das passiert ist. Okay, Dalai Lama. Lama Balls. Liebe Leute, das war schon der Podcast für heute. Ja, tatsächlich. Ich kann zum Schluss noch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich operiert werden muss, liegt wahrscheinlich bei hoch. Liegt bei ungefähr, naja, lass mich mal schätzen, hoch. 5 von hoch. Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen muss, weil das ist halt, seit ich das letzte Mal da war, ist es nicht weniger geworden in meinem Ellenbogen. Da ist keine Abschwellung, wenn dann noch mal mehr dazugekommen.
Und irgendwie löst sich ja auch die Haut, oder was ist das? Wenn ich der Prognose abgehen darf, es kann so oder so ausgehen. Ja. Wenn du eine Zahl hören willst, sage ich 90%, ich muss operiert werden. Robin wird die OP wieder verschieben. Wie deine anderen OPs, die du alle hast. Nein. OPs macht er nur, naja, ich sag mal so, wenn der Arzt mich vor die Wahl stellt und sagt, naja, das ist jetzt nichts, das nerv ich halt, aber ist jetzt kein akutes Problem, da könnte ich mir schon vorstellen zu sagen, na dann machen wir das erst im Winter. Sie haben riesigen Krebs im Kopf, Robin, Nosterafu, Sie müssen dringend wegoperieren, aber es ist gerade Sommer und ich muss gehen und so, nee, bitte im Winter erst. Oh, Alter, wochenlang nicht Sport machen, ich verrecke, Alter, ich verrecke echt. Das ist das Größte, was du machen kannst. Also ich nicht Sport, ja. Nee, eben nicht. Also zu Hause liegen bleiben und sich zu fragen. Nee. Draußen scheint jetzt die Sport Sonne. Machen. Du musst dir das vorstellen. Draußen scheint die Sonne, ja? Ja. Und du denkst dir, Alter, nee, ich kann keinen Sport machen. Geh ich Geil. Jetzt, was mache ich denn da? Soll ich rausgehen und spazieren gehen oder was? Bin ich fucking 80? Wenn ich zu Hause bin und rausgucke und Sonne scheint, sage ich, ach schön. Alexa, mach mal Film XY an. Die Sonne scheint jetzt nicht, Urwill. Aber wenn ich am Dienstag zum Arzt gehe, gibt er mir einen Termin in frühestens einer Woche und dann sind es ja noch mal ein paar Wochen. Und das sind dann ist ein Monat vergangen und in dem Monat waren 3 Wochen mindestens Sonne. Dann ist es halt so. Die Gesundheit ist wichtiger, Robin. Du musst gesund werden. Hm. Ellenbogen, Gesundheit ist das Wichtigste, was du haben kannst im Leben. Wenn der Ellenbogen nicht richtig ist, dann ist alles falsch. Ja, dann kann man keine Hitlergrüße machen. Guck, ist ein Nachteil. Ist vielleicht kein großer und nicht für dich relevant, aber es ist ein Nachteil. Hm. Punkt. Mein Schlafanzug ist auch ein Nachteil. Echt? Weil Süß. Ich das Teil immer nachts anziehe. Süß. Hast du noch einen oder schläfst du eher im Boxershorts und T-Shirt? Ich ziehe mir immer ein Kondom über, das reicht. Stimmt. Nee, Schlafanzug. Ich habe von meinem Opa habe ich noch so einen traditionellen Schlafanzug, aber den benutze ich eher nicht. Hm. Ansonsten halt ja, ein altes Shirt und eine Buchse. Also ich hab manchmal so ein Kleid an. Also so wie so ein, das ist halt die Ärzte Kleid quasi so. Na genau, so ein ganz langes T-Shirt quasi. So. Das geht halt bis zu den Knien fast und es ist so geil drin zu schlafen. Übelst nice. Hm. Quasi ein Zelt. Liebe Leute, wie schlaft ihr denn nachts? Schreibt uns in die Kommentare. Und habt ihr euch endlich mal gewaschen? Das ist die wichtigste Wascht Frage. Euch, liebe Leute. Wascht also euch. Seit Wochen sagen wir euch, wascht euch. Und irgendwie, es stinkt jedes Mal, wenn ich hier das Mikrofon anschmeiße. Ist so. Denkt doch mal an die anderen beim Sex, nicht immer nur an euch selber. Seid ein bisschen noch mal Giver, nicht nur Taker. Ja, gebt doch mal der Frau auch Penis in den Mund. Oder auch dem Mann. Ja, also jetzt ist es aber wirklich eine sehr schlimme Sexistin. Du hast hier mit deinem Sex angefangen und es ist jetzt wirklich ganz schlimm sexistisch geworden. That's what she said. Ich möchte mich davon distanzieren. Retrospektiv bitte nur Tilos Tonspur in diesem Podcast verwenden. Ist okay. Gut. Liebe Leute, das war der offizielle Teil. Jetzt machen wir noch ein bisschen Aftershow-Party auf Twitch. Wuhu! Ja, aber ey, hörst du die Musik eigentlich? Es ist voll laut. Ja. Macht's euch! Da, 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 da.